Der Hesse hat mir erklärt, dass er das nicht mehr allzu lange weiter Lehmann macht. Dementsprechend will er dann auch nicht mehr den Vorsitz übernehmen wird. Und dementsprechend brauchen wir da Nachfolger. Wenn ich schon angesprochen wäre, ich kann eigentlich nur feststellen, es gibt wirklich Schwierigkeiten, alles, was er verkörpert, bei einer Person im Moment zu finden. Aber ich war der Meinung, dass in einem Prozess von 2 Jahren vielleicht einer herangearbeitet wird. Oh. Der herangearbeitet wird und sich so weit auskennt mit Normensystemen, mit Mechanik, mit Elektrotechnik, auch mit den Marktbedingungen. Und da ist eigentlich sehr schwierig, einen zu finden, der industriell, wie auch von der Hochschullehre, schauen wir hier rum, das gemeinsam verknüpfen, dass eine Person verhandeln kann. Deshalb fällt es mir schwer und deshalb will ich auch gleich wieder aussteigen, dann Namen zu nennen. Ich habe auf der Hinfahrt, im Zug kann man ja einiges wirklich erledigen und das ist wirklich positiv, habe ich die Liste mal zur Brust genommen mit den Kreuzchen, wer ist wann, wo dabei. Und ich denke, in der Liste habe ich auch junge Kollegen mal aufgewählt und ältere. Ich habe eigentlich gedacht, die ganz Jungen, wie Herr Brunstedt, sag ich mal, oder wie Herr Gressner, die scheiden aus, weil die sich müssen im Berufsleben immer noch finden oder haben mit anderen Dingen wirklich starke Probleme bei. Die scheiden im Augenblick aus. Du bist auch Bremen. Jetzt habe ich den Namen auch gedacht. Ja klar, da habe ich auch gesagt, das hast du. Und im Augenblick, jetzt nicht abwerten, finde ich da auch keinen besseren, da bin ich mal ganz ehrlich. Meine ich, keinen besseren zu finden. Und da möchte ich euch um eure Zustimmung oder Gegenvorschläge. Es geht ja nicht wie bei Merkel, da willst du mich auch willst du nicht. Nein, wir machen jetzt Vorwahlen wie in den USA. Also die möglichen Kandidaten sind ja jetzt aufgestellt und jetzt geht es nur darum, Partei. Wer ist dafür? Herr Professor Brehm, jetzt frage ich Sie, würden Sie die Wahl annehmen? Also ich fühle mich hier ein klein wenig überfahren. Gestern Abend haben Sie es angesprochen, dass Sie sozusagen diesen Anschlag vorhaben. Ich fühle mich da eigentlich, sagen wir mal, aufgrund meiner relativ jungen Zugehörigkeit zu dem Gremium, auch aufgrund der Tatsache, dass ich quasi nicht aus dem Kranbereich herauskomme, eigentlich zumindest mal im Augenblick noch nicht fit für diese Aufgabe. Also das sollte, sagen wir mal, Sie sagen, irgendwelche Eigenschaften, die da in der Verkörperung hier raustreten sollen, so, die sind möglicherweise bei mir vorhanden oder auch nicht und so weiter, aber ich würde mich da halt sicherer fühlen, wenn ich tatsächlich aus dem Kranbereich rauskommen würde. Was wäre, wenn Sie vielleicht noch ein Jahr dranhängen, außerplanmäßig, und dann hat er das, was er vielleicht haben möchte, nämlich noch ein bisschen Zeit, um die Kurve zu kriegen, wie er war. Ja, ich muss ja noch einmal so sagen, 1.7. ist für mich offiziell Ende, die Mann. Ja, so, aber das muss ja noch lange nicht heißen. Das hat ja auch, doch das hat ja auch andere Konsequenzen, Punkt. Ja, gut. Gut, das müssen Sie selber wissen, aber ich hätte mir das keine gut vorstellen, dass Sie so ein bisschen als Überbrückung so vielleicht doch noch ein Jahr oder ein halbes Jahr, sprich eine oder zwei Sitzungen noch dran gehängt hätten, könnte ich mir gut vorstellen, bevor da ein anderer irgendwo Glimmzüge macht, um dann irgendwann einmal ihm den Stab zu übergeben. Ja, ich habe die Schiss, dass er... Ja, Sie wollen, dass er zusicht, aber dass Sie sehen ja, dass es nicht so ist. Ja, aber dann müssten wir sagen... Ich denke jetzt wirklich an das Jahr. Das denn auch noch, ich denke jetzt wirklich an das Jahr. Ich habe aber das Problem. Ich habe das... Protokoll können wir mal gucken. Das ist ja bestimmt vor einem Jahr... Nur 3 Sitzungen habe ich das gesagt, dass das sich ändern muss. Es geht um die Stange haltet um das eine Jahr, nur um das geht's. Und darum ist da, sag ich mal, ja, da sehe ich beim Herrn Brehm das wirklich gut konzentriert. Ja, aber Sie sehen ja, da sieht es ein bisschen anders. Sie in der Arbeit, ab und zu muss man ja nach. Wenn man es möchte, ja klar. Die Braut ist doch nicht schlecht hier. Soll der liebe Stecher mit meinen Felgen, der kriegt nämlich nur Felgen. Das ist auch ein wichtiges Argument. Das
Sie offiziell den Vorsitz übernehmen, aber der Dr. Hesse, der begleitet Sie sehr intensiv, sodass Sie also die ersten ein, zwei Jahre da noch den entsprechenden Rückhalt haben. Ja, das ist vielleicht eine Möglichkeit. Das ist immer die Frage, macht er das auch? Leute, lass uns dann nicht schönreden. 1.7. ist ja nun auch ein Schluss und ich weiß ja nicht, wie so auch in unserer Firma das weiterläuft. E-Mail weg, AutoCAD weg und Laptop weg. Wenn wir uns jetzt so verabschieden oder so und sagen, so, wir legen das jetzt ad acta erstmal und verschieben das auf die Frühjahrssitzung, dann sitzen wir genauso wieder. Aber nur sagen wir, um 6 Monate sind im Prinzip nicht. Gerettet. Also wenn wir jetzt aufhören, dann müssen wir schon irgendwie ein Prozedere machen, dass wir, sag ich mal, einen vernünftigen Vorschlag im März dann auch vorstellen können. Ja, dann frage ich Sie. Nein. Das ist gemein, wenn man sich meldet, wie so ein... Ja, klar, man kommt dann auch nicht vor. Also. Darstellen, sodass einer, der relativ unbedarft Entscheidungen anstrebt, die Möglichkeit hat, sich vorher zu orientieren und dabei die Festlegungen eines Fachkreises eigentlich damit nutzen kann, dass er sagt, ich bin da auf dem richtigen Weg. Und wir haben dann nochmal oben in der oberen Zeile aufgeteilt in kontaktbehaftete Systeme und in kontaktlose Systeme. Dann das Ganze wieder unterteilen, den Leitungsverbund schleifen und dann nachher die kontaktlosen Systeme intuitiv funktionieren, entsprechend optisch. Ist es denn sinnvoll, diese technische Ausführung von der Kostenzahl her oder eben nicht? Das haben wir versucht mit einzuarbeiten, aber es sind eben manchmal Grenzbereiche, an denen man sich da stören kann. Aber so wie es meiner Meinung nach hier dargestellt ist, ist das sehr überschaulich und man weiß auf jeden Fall relativ schnell, wenn ich eine bestimmte Anlage ausführen will, wo kann ich fachlich eigentlich wie auf der Punktseite finden. VDI-Richtlinie ist mehr oder weniger so gut wie fertig, bis auf beim letzten Mal, als ich dabei war, also das war vor einem Jahr, glaube ich, fast, habe ich ja gesagt, ich war fertig mit der Vermessung der Kranbahnen. Also die ganzen Messmethoden, die Messtechniken sind hier beschrieben worden mit den Messinstrumenten, die uns momentan zur Verfügung stehen. Inzwischen gibt es auch, das werde ich auch gleich wieder mal zeigen, auch neuere Messsysteme, nicht nur solche Systeme, die wir damals vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren schon gebaut haben, sondern auch unsere Konkurrenten haben das Problem inzwischen auch erkannt und auch alleine solche Systeme entwickelt. Und zwar war das die Firma Kohle und die Firma ThyssenKrupp Leichttechnik. Ich weiß nicht, wer von wem abgeguckt hat, aber die Systeme sehen sehr ähnlich aus.